Sie sind berühmt und begehrt. Die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen. Doch eines bleibt für sie unerreichbar: die Krone ihrer Vorfahren. Es ist auf der anderen Seite eigentlich eine sehr undankbare Rolle, zu wissen, dass man nie die Nummer eins ist, sondern immer auf der Reservebank der Monarchie sitzt. Was machen die, die nicht zum Zuge kommen? Haben sie da das bessere Leben? Und was, wenn einer von ihnen doch Nummer eins wird? Im Schatten der Krone, die Royals aus der zweiten Reihe, jetzt in ZDF History. Ein Prinz gibt Vollgas. Königssohn Karl Philipp von Schweden hat eine Vorliebe für schnelle Autos. Und gut gebaute Rinder. Er ist diplomierter Agrarwirt und studierter Designer. Ein typischer Royal aus der zweiten Reihe. Er hat alles, was er will. Aber er kann nicht tun und lassen, was er will. Er ist ständig unter Beobachtung. Sein Leben ist eingeschränkt und grenzenlos zugleich. Vor Jahrhunderten hätte man ihn noch zum Herzog von Mecklenburg gemacht oder als General in den Krieg geschickt, um den Feind zu töten. Aber heute muss er seinen Platz selbst finden. Dabei war ihm etwas anderes vorbestimmt. 42 Salutschüsse zeigen 1979 die Geburt eines Thronfolgers an. Getauft auf den Namen Karl Philipp, soll er nach dem Willen von König Karl Gustav einmal die schwedische Krone erben. Seine Schwester Victoria ist gut zwei Jahre älter, doch Frauen sind damals von der Thronfolge ausgeschlossen. Fast scheint es, als wolle Victoria ihrem Brüderchen gratulieren, doch da hat die kleine Prinzessin die Rechnung ohne das Parlament gemacht. Der Reichstag will die Erbfolge modernisieren, damit Schweden demokratischer wird. Wenige Monate nach Karl Philipps Geburt wird eine neue Regelung verabschiedet. Danach steht das Recht auf den Thron nun auch den weiblichen Nachkommen von König Karl dem 16. Gustav zu. Ich glaube, diesen Fall hat es in der Geschichte noch nicht gegeben, dass man ein Gesetz rückwirkend geändert hat. Also auch in Norwegen wurde die Thronfolge geändert, aber dann halt immer für die zukünftigen Generationen. Aber in Schweden rückwirkend das Gesetz zu ändern, dass ihm also nachträglich die Krone weggenommen wird, ich glaube, im Mittelalter hätte das in einem Bürgerkrieg geendet. Der kleine Karl Philipp gibt sich trotzig. Wenn ich groß bin, werde ich König, soll er einmal zu seiner Schwester gesagt haben. Ich bin die Kronprinzessin, also werde ich Königin, habe ihm Victoria daraufhin klipp und klar beschieden. Mit der Zeit aber verwindet Karl Philipp seinen Thronsturz. Als Teenager war Karl Philipp froh darüber. Er war schüchtern und alles andere als eine öffentliche Person. Er war erleichtert, dass der Kelch an ihm vorbeigegangen ist. Aber heute ist er ein anderer Mensch. Vielleicht denkt er, es wäre doch nicht schlecht, einmal König zu sein. Er hatte eine ganz normale Kindheit, soweit man das für einen Prinzen überhaupt sagen kann. Aber er ist Legastheniker, genau wie die Kronprinzessin. Dafür schämte er sich. Vor allem die Schulzeit muss bitter für ihn gewesen sein. Er wurde gehänselt und gemobbt. Er hat ja nicht nur Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, sondern auch beim Reden halten. Es ist schwer für ihn. 2013 soll er bei einer Sportgala den Preisträger verkünden. Da wird ihm seine Legasthenie zum Verhängnis. Mit 38,5 Stimmen. Mit insgesamt 3.995 Stimmen. Die Zuschauer halten den Atem an. Die Presse hält mit Spott nicht zurück. Eine schmerzliche Erfahrung für den Prinzen. Karl Philipp wählt die Flucht nach vorn. Ein Jahr später wagt er sich wieder auf die Bühne der Gala. Ich will meine eigenen Leistungen nicht mit euren vergleichen.
Aber ich weiß, wie sich eine Niederlage anfühlt. Sei es als Rennfahrer oder wenn ich eine Rede auf einer gewissen Sportgala halten soll und es nicht so gelingt, wie ich es mir vorgestellt habe. Deborah. Das war sein Debüt als neuer Mensch. Er war für alle eine große Überraschung. Auf einmal, wie durch ein Wunder. Er hat sich verändert, seit er Sophia getroffen hat. Er ist offener geworden, selbstbewusster und reifer. Sophia Hellqvist heißt der Grund für die Verwandlung des Prinzen. Ein Model, bekannt geworden in Paradise Hotel, einer schwedischen Variante von Big Brother. Turteln im Whirlpool. Nicht gerade die beste Empfehlung für eine zukünftige Prinzessin. Vor allen Dingen der König hat damit also so ein bisschen seine liebe Mühe auch gehabt, denn er kann diese Reality-Formate im Fernsehen überhaupt nicht leiden. Und dass Prinz Karl Philipp sich ausgerechnet dann also so ein Soap-Sternchen ausgesucht hat, war dann doch sehr gewöhnungsbedürftig für die Königsfamilie. Doch das einstige Bikini-Modell kann die Bedenken der Königsfamilie zerstreuen. Sie merkten, dass sie wirklich ein nettes Mädchen ist und dass sie ihre Vergangenheit hinter sich gelassen hatte. Und sie sahen ja auch, wie glücklich sie Karl Philipp machte. Im Juni 2014 gibt das Paar seine Verlobung bekannt. Diesem Glück im Wege zu stehen, das bringt dann auch König Carl Gustav nicht übers Herz. Die beiden sind einen schweren Weg gegangen und mussten sehr für ihre Liebe kämpfen und haben dann alle von sich überzeugt. Und das hat man eigentlich in jedem Moment bei dieser Hochzeit auch gesehen. Vorläufiger Höhepunkt der royalen Liebesgeschichte, die Hochzeit im Juni 2015. Der Prinz und das Model. Schwedens Königshaus kann sich freuen auf ein junges Paar, das für den Aufbruch in die Zukunft steht. Unser nächster Fall. Sie war das Enfant terrible des Fürstentums und lebte lieber in einem Wohnwagen als im Palast. Stefanie von Monaco. Die jüngste Tochter der Grimaldis hat so manchen Fan der Monarchie schockiert. Eine Prinzessin ganz ohne Standesdünkel, mit vielen Talenten. Schon im zarten Alter. Ihre Eltern sind das Traumpaar der 50er Jahre. Fürst Renier und der Hollywood-Star Grace Kelly. Sie bringt Glanz in das kleine Fürstentum an der Côte d'Azur. 1965 wird Stefanie geboren. Als drittes Kind, nach Caroline und Albert, hier bei einem Ausflug im Privatzoo. An meine Mutter habe ich nur gute Erinnerungen. Zwischen uns gab es eine große Vertrautheit. Sie hat mir als Mutter all das gegeben, was ich auch meinen Kindern geben will. Zärtlichkeit, Wärme und Stärke. Avec la douceur, la gentillesse et aussi la force. Nur 2 Quadratkilometer ist das Fürstentum groß. Auf die Thronfolge im Zwergstaat wird Bruder Albert vorbereitet. Mit Stefanie, dem Nesthäkchen, sind die Eltern nachsichtiger. Sie wächst zu einem rebellischen Teenager heran und hadert mit ihrer Rolle als Prinzessin. Sie trägt lieber Jeans als Taftkleider und liebt schnelle Autos. Mit 16 will sie sogar Rennfahrerin werden. Die Prinzessin ist Feuer und Flamme für den Rallye-Piloten Paul Belmondo, den Sohn des Filmstars. Stefanie ist 17, als ein Unfall ihr Leben für immer verändert. Mit ihrer Mutter ist sie 1982 an der Côte d'Azur im Auto unterwegs. Der Wagen verunglückt in einer engen Kurve, stürzt 40 Meter in eine Schlucht.
Ihre Mutter stirbt. Am 18. September 1982 wird sie zu Grabe getragen. Stefanie kann nicht dabei sein, sie liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Nicht mal im Fernsehen darf sie die Trauerfeier verfolgen. Seine Mutter zu verlieren ist entsetzlich. Aber sie steckte noch dazu mitten in der Pubertät, wo sie ihre Mutter besonders brauchte. Das erklärt, warum ihr das Erwachsenwerden so schwer fiel. Sie hatte ständig neue Freunde und lebte nicht immer ganz nach der Norm. Und bald nach dem Unfall kommen Gerüchte auf, Stefanie hätte den Wagen gefahren. Der Wagen ist auf der Beifahrerseite gelandet. Dadurch wurde Stefanie selbst über die Fahrerseite geborgen. Und das haben natürlich auch viele beobachtet. Und dadurch kamen dann irgendwie die Gerüchte auf, dass Stefanie womöglich selbst am Steuer gesessen hatte. Sie musste dann selber auch noch mit diesen Spekulationen leben, dass sie auch noch womöglich den Tod ihrer Mutter verursacht habe. Stefanie flüchtet nach Paris. Ein Praktikum bei Dior öffnet ihr die Türen in eine andere Welt. Im Modemekka wird sie für Fotoshootings entdeckt. Die Bilder der Fürstentochter sorgen für Aufsehen. Manch Blaublüter rümpft darüber die Nase. Erst recht, als Stefanie Bademode präsentiert, die sie selbst entworfen hat. Mitte der 80er wird sie auch noch Popsängerin. Irresistible wird zum Hit in Frankreich und Deutschland. Über 5 Millionen verkaufte Platten. War sie eine Mariah Carey? Sicher nicht. War sie eine gute Sängerin? Ja, das war sie. Hatte sie Talent? Absolut. Aufsehen erregt auch ihr Liebesleben. Mit dem Makler Yves Lefur feiert Stefanie Verlobung. Zur Hochzeit kommt es nicht. Sie verliebt sich in den Leibwächter Daniel Ducruet. Von einer Hochzeit will Fürst Renier erstmal nichts wissen. Stefanie stand zu ihm und sagte, ich habe meine Entscheidung gefällt, diesen Mann möchte ich heiraten. Ich möchte jetzt auch irgendwann eine Familie haben. Und da hat sie es entgegen ihrem Vater durchgesetzt, dass sie erst mit ihm zusammenlebte, Kinder zur Welt brachte und dann erst heiratete. Also dazu gehörte sehr, sehr viel Courage und ich kann nur sagen, Hut ab. Die Ehe scheitert schlagzeilenträchtig an dieser Dame, einer Stripperin aus Belgien. Sie verführt Ducruet, lässt sich dabei heimlich fotografieren und fürstlich belohnen. Eine Falle, sagt Ducruet. Stefanie lässt sich trotzdem scheiden. Als sie zum dritten Mal Mutter wird, rätselt die Klatschpresse, wer der Vater ist. Sie ist eine Fürstentochter und hat ein Kind, Camille, mit jemandem, von dem man nicht einmal weiß, ob er ein Leibwächter, Oberkellner oder was auch immer war. Es folgt Zirkusdirektor Franco Knie. Zusammen leben sie 18 Monate im Wohnwagen. 2003 heiratet sie den Artisten Adans Perez. Die Ehe hält nicht einmal ein Jahr. Stefanie gilt als das schwarze Schaf der Familie, doch Bruder Albert steht zu ihr. Der hat sie immer in Schutz genommen und immer Rücksicht auf sie genommen. Und sie war auch eigentlich immer seine Begleiterin, weil er war ja nun sehr lange Junggeselle. Und da war sie also auch immer die Begleiterin von ihrem großen Bruder. Und Caroline hingegen hat sich so ein bisschen schwer damit getan, mit den Eskapaden ihrer Schwester. Caroline ist die vernünftigere gewesen. Mit 40 wird es ruhiger um Stefanie. Nach dem Tod ihres Vaters übernimmt sie die Schirmherrschaft über das berühmte Zirkusfestival. Und sie engagiert sich im Kampf gegen AIDS, besucht Kranke und Helfer in Afrika. Aufgaben, die ihr wichtiger sind als Auftritte auf dem roten Teppich. Mir liegt nicht viel an mondänen Abenden. Ich nehme daran zwar teil, aber wichtiger ist es mir, meinen Bruder beim Roten Kreuz oder bei der Arbeit mit alten und behinderten Menschen zu unterstützen. Ich versuche, das zu tun, was in meiner Macht steht. Und vielleicht ändert das ja was im Leben dieser Menschen. Ich beschäftige mich lieber damit.
Bei der Hochzeit ihres Bruders Albert ist sie dennoch mit dabei. Die einstige Skandalprinzessin präsentiert keine neuen Partner, sondern ihre drei Kinder Louis, Pauline und Camille. Unser nächster Royal aus der zweiten Reihe. Kein Prinz hat mehr Regeln gebrochen als er. Die Briten nennen ihn dafür liebevoll Dirty Harry. Sie feiern ihn wie einen Popstar. Wenn Prinz Harry auf die Bühne kommt, gibt es kein Halten mehr. Er ist der begehrteste Junggeselle der Welt. Vielleicht macht er ja eine von ihnen zu seiner Prinzessin. For those of you who are expecting Harry Styles, I apologize. Nur singen will er nicht. And no, I'm not gonna sing. Prinz Harrys große Stärke ist seine lässige Art. Er ist überhaupt nicht steif wie andere Royals. Er schenkt der Queen Spaßartikel und bringt sie zum Lachen. Er kann ganz schön respektlos sein, hat aber auch eine Menge Gefühl. Sein Temperament erbt Harry von seiner Mutter Diana. Gerüchte, Prinz Charles sei nicht der Vater, hat die Prinzessin entschieden zurückgewiesen. Von klein auf zeigt Harry, was er vom ganzen Trubel hält. Der kleine Prinz muss einiges ertragen. Die Eltern trennen sich, als er 8 ist. 5 Jahre später stirbt Diana. Er war noch so jung, als er hinter dem Sarg seiner Mutter herlaufen musste. Die Briten lieben ihn. Er kann nichts falsch machen in ihren Augen. Dianas Tod schweißt den Rest der Familie noch enger zusammen. Mit Vater Charles und Bruder William bildet Harry eine männliche Schicksalsgemeinschaft. Kaum erwachsen, lässt er es gerne krachen. Alkohol, Prügeleien und allerlei Frauengeschichten füllen die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Legendär ist Harrys Poolparty in Las Vegas. In dieser Nacht riskiert er beim Strip-Billard sein letztes Hemd. Durch die Presse geistern Nacktbilder des Prinzen. Dirty Harry wird er jetzt genannt. Das Image des Partyprinzen mag Prinz Harry gar nicht. Aber er kann es auch nicht so recht abschütteln, denn was er auch macht, hat mit Spaß zu tun und mit Frauen. Was kann man auch erwarten? Er ist der begehrteste Junggeselle der Welt. Das heißt nicht, dass er bald wieder einen Skandal verursacht. Er ist viel erwachsener geworden. Die andere Seite des Partyprinzen. Zweimal ist Harry im Kampfeinsatz in Afghanistan. Dafür erntet er viel Respekt. Fragen nach seinem Privatleben verfolgen ihn bis an die Front. Will man die richtige Frau finden, bei der man ein gutes Gefühl hat, dauert das etwas. Vor allem bei mir und meinem Bruder. Es ist sehr schwer, eine Frau zu finden, die bereit ist für diese Rolle. So einfach ist das. Einmal war es fast soweit. 7 Jahre lang ist sie die Frau an Harrys Seite. Chelsea Davy, eine blonde Schönheit aus Simbabwe. Die beiden lieben und trennen sich immer wieder, bis Chelsea 2011 endgültig Schluss macht. Ich glaube, Chelsea war die Liebe seines Lebens. Und tief in seinem Herzen hält er immer noch die Treue. Danach kam Cressida Bonas. Diese Beziehung konnte Harry ein Jahr lang geheim halten. Und er sah für sich und Cressida wirklich eine Zukunft. Ich weiß, dass der Palast schon die Verlobung vorbereitet hat. Aber leider waren beide Frauen am Ende einfach nicht bereit, eine Prinzessin oder eine künftige Prinzessin zu sein. Und so steht Harry bei offiziellen Anlässen weiter alleine da. Den Job als Kampfpilot musste er an den Nagel hängen. Nur die Queen erteilt noch Aufträge. Für sie ist er die Trumpfkarte, wenn es darum geht, Menschen für die Monarchie zu begeistern. Durch die Geburt von Williams und Kates Kindern rutscht Harry in der Thronfolge weiter nach hinten.
Williams Familie wächst weiter und ihre Chancen auf die Krone sinken. Toll. Harry ist so aufgewachsen, dass er nicht die Nummer 1 in der Thronfolge sein wird, sondern immer auf der Reservebank der Monarchie sitzt. Aber ich glaube, dass es deshalb auch überhaupt gar kein Problem für ihn ist, weil er es nicht anders kennt. Es ist auf der anderen Seite eigentlich eine sehr undankbare Rolle, zu wissen, dass man nie die Nummer 1 ist, weil auf der einen Seite hat er kein richtiges Amt, was er bekleidet, aber auf der anderen Seite muss er halt trotzdem irgendwie die Erwartungen erfüllen, die das Königshaus an ihn hat, die die Öffentlichkeit an ihn hat. Der Partyprinz hat ein ernstes Anliegen übernommen, das Schicksal von Kriegsversehrten. Mit einigen von ihnen marschiert er 3 Wochen lang zum Südpol. Er will Hoffnung machen. Wer nicht aufgibt, kann alles schaffen. Allem Unglück zum Trotz. Das Experiment glückt. So vieles stand gegen uns. Wir hatten schlechtes Wetter, Sturm und Verletzungen. Aber die 12 verwundeten Soldaten haben es geschafft. Zu seinem 30. Geburtstag organisiert Harry Paralympische Spiele für kriegsversehrte Soldaten. Der Zweitgeborene hat seine Rolle gefunden. Jetzt fehlt nur noch die richtige Frau. Unser nächster Fall führt uns noch einmal zurück nach Schweden, zum Nesthäkchen der Bernadottes. Die jährliche Nobelpreisverleihung in Stockholm, das Schaulaufen für den königlichen Nachwuchs. Bühne frei für die schönste Prinzessin der Welt, Madeleine von Schweden. Den großen Auftritt beherrscht die Königstochter perfekt. Sie ist ja eine Schönheit. Und deswegen ist ja auch das Interesse von der Presse sehr groß. Wir konnten manchmal lachen, Madeleine und ich. Ich sagte, ach, wie schön es wäre, wenn du ein bisschen hässlicher sein würdest. Die kleine Matte ist von Anfang an der Liebling ihrer Eltern. Ein Wonneproppen, der anders als die beiden älteren Geschwister auch in der Schule glänzt. Nach dem Abitur studiert sie Kunstgeschichte, Geschichte und Ethnologie mit Bestnoten. Als Jugendliche verdient sie sich den Ruf einer Partyprinzessin. Der Liebe der Schweden zu ihrer Madeleine tut das keinen Abbruch. Sie war auch immer der Liebling der Fotografen, weil sie also auch mit den Kameras gespielt hat. Sie hatte ihren eigenen Kopf und war also auch mal besonders lustig, also auch gerade in der Öffentlichkeit und so. Also die Menschen haben sie dafür vergöttert. Ihr flog es immer alles so zu, nur halt in Sachen Liebe, da war sie halt nicht so glücklich wie ihre Geschwister. 7 Jahre lang ist Prinzessin Madeleine mit Junganwalt Jonas Bergström befreundet. Im Sommer 2009 hält er um ihre Hand an. Im April 2010 folgt ein Skandal. Jonas wurde mit einer norwegischen Handballerin erwischt bei einem Auswärtsspiel. Rote Karte für den Handballfreund. Entlobung. Die beiden wollten heiraten, wollten sich die Ehe versprechen fürs ganze Leben. Und dann betrogen zu werden und diese persönliche Enttäuschung erleben zu müssen, ist ja schon das eine. Aber dass das auch noch vor aller Augen ausgetragen wird, das hat Madeleine unheimlich getroffen. Sie sucht das Weite. Madeleine taucht unter in New York. In der Metropole will sie eine unter vielen sein. Doch die Presse ist ihr auf den Fersen. Sie hatte es nicht leicht.
Nach der Trennung rissen die Schlagzeilen nicht ab. Ständig gab es neue Paparazzi-Bilder. Und die Schweden kritisierten, dass sie auf Kosten der schwedischen Steuerzahler im Ausland lebte. Die Zeitungen waren voll davon. Bis der Hof bekannt gab, dass das Königshaus lediglich die Kosten für offizielle Aktivitäten von Madeleine trage und sie ansonsten auf eigene Kosten in New York lebe. Hey, willkommen in Charlotte. Im New Yorker Büro der World Childhood Foundation arbeitet Madeleine als Projektmanagerin. Sie folgt dem Engagement ihrer Mutter und kämpft gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern. Durch ihren Namen könne sie Türen öffnen, die sonst verschlossen blieben, erklärt Madeleine. Die Kritiker verstummen. Bis der Presse ein Handyvideo zugespielt wird. Es zeigt die Prinzessin an der Seite eines neuen Mannes. Chris O'Neill heißt der glückliche Investmentbanker in New York. Kein Schritt von ihm bleibt mehr unbeobachtet. Die Nerven liegen blank. Es gibt diese Fotos, die ihn mit unflätigen Gesten zeigen. Das ist natürlich nicht von dem Mann einer Prinzessin erwünscht. Aber er hat sich, glaube ich, auch so daran gewöhnt, was ich gehört und was ich nicht gehört und was von ihm erwartet wird. Bei der Hochzeit im Juni 2013 in Stockholm zeigt der hartgesottene Banker Emotionen. Ganz Schweden jubelt. Doch die Freude ist getrübt. Den Titel eines Herzogs schlägt Chris O'Neill aus. Er will seinen US-Pass behalten. Chris hat von Anfang an entschieden, dass er weiterhin ein Geschäftsmann sein möchte, der sein eigenes Geld verdient. Und das hatte zur Konsequenz, dass er kein Mitglied des Königshauses geworden ist. Insofern hat er sich von vornherein quasi so ein bisschen separiert von der königlichen Familie. Bald steht Madeleines Ehemann wieder in der Kritik. Diesmal wegen undurchsichtiger Finanzgeschäfte und Vergesslichkeit in Steuerfragen. Das Paar lebt weiter in New York. Hier wird im Februar 2014 auch Tochter Leonore geboren. Grundsätzlich ist es jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn sich eine Schwester des Thronfolgers oder des Königs dafür entscheidet, ihren eigenen Weg zu gehen und dann auch im Ausland lebt mit ihrem Mann. Die zwei Schwestern von Carl Gustav sind diesen Weg gegangen und das war überhaupt kein Problem. Aber sie haben dann halt auch auf ihre Apanage verzichtet und haben auch keine öffentlichen Auftritte mehr wahrgenommen. Doch Madeleine will beides. Privatperson sein und Prinzessin bleiben. Das ist etwas, wo die Schweden also auch so ein bisschen ihre liebe Mühe mit haben, dass Madeleine manchmal noch repräsentiert und manchmal auch noch bestimmte Aufgaben fürs Königshaus wahrnimmt. Auf der anderen Seite lebt sie dann in New York oder jetzt bald in London und zeigt sich nicht genug. Bei der Hochzeit ihres Bruders Karl Philipp im Juni 2015 ist Madeleine wieder hochschwanger. Zwei Tage später kommt Sohn Nikolas zur Welt. Doch auch der Herzog von Ångermanland wird nicht in Schweden aufwachsen, sondern in London, wo Chris weiter als Banker arbeitet. Ob Madeleine die Herzen der Schweden zurückerobern kann, muss sich zeigen. Was passiert, wenn aus einer Nummer 2 doch eine Nummer 1 wird? Aus einem Prinz Albert ein Georg der Sechste. Plötzlich König, der Vater der Queen. Georg der Sechste. Sein Job macht ihm nur wenig Freude. Word. Und seinen Untertanen auch. At a time when, denn er hat ein Problem. When this country. Für jeden ist es schlimm zu stottern, aber für so eine Person des öffentlichen Lebens war das natürlich ein immenses Handicap und er hat sehr darunter gelitten. Und er war auch sonst so ein sehr untypischer König, weil er nicht hochmütig war, er war nicht arrogant, sondern er war schüchtern. Den Thron soll eigentlich sein Bruder Edward erben. Albert, der als König Georg der Sechste heißt, ist nur Nummer 2. Vater Georg der Fünfte erzieht seine Kinder mit eiserner Härte und eigener Hand. Prügelstrafe. Mit 8 Jahren beginnt der zweitgeborene Sohn vermutlich auch deshalb zu stottern.
Alle Kinder von Georg V. hatten Angst vor ihm. Er war ein guter König, aber kein guter Vater. Er sagte, ich habe meinen Vater gefürchtet und jetzt sollen meine Söhne mich fürchten. Beim älteren Sohn Edward, dem Thronfolger, hinterlässt das wenig Spuren. Anders als sein jüngerer Bruder zeigt er sich gerne öffentlich und sorgt für Schlagzeilen. Vor allem durch Affären. Prinz Albert dagegen liebt nur eine. Mag er auch stottern, 1923 heiratet ihn eine gewisse Elizabeth Bowes Lyon, später bekannt als Queen Mom. Als Elizabeth Bowes Lyon endlich Ja zu Albert sagte, sie hatte seinen Antrag einige Male abgelehnt, da hatte er eine starke Frau an seiner Seite, die ihn antrieb. Das schätzten der König und die Königin an ihr. Sie hielten sie für eine Frau mit eisernem Willen. Das war sie auch. Sie gab Albert Mut. Und schickt den stotternden Ehemann erst einmal zum Sprachtherapeuten. Sie schenkt ihm nicht nur Selbstvertrauen. 1926 kommt Tochter Elisabeth zur Welt, 1930 folgt die kleine Margret. Die glückliche Kleinfamilie gibt dem schüchternen Prinzen viel Halt, den wird er auch brauchen. Januar 1936, der alte König ist tot. Den Thron erbt Edward. Doch der ist gerade frisch verliebt. In die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson. Und die will er heiraten. Ein No-Go. Auch wenn das Volk ihn unbedingt behalten will. Edward dankt ab, wegen der ungehörigen Liaison. Sein jüngerer Bruder hört die Ansprache mit Entsetzen. Die Abdankung seines Bruders hat die Monarchie in eine Riesenkrise gestürzt. Denn diese Tatsache, dass der König sein persönliches Interesse über die Interessen des Landes stellt, war natürlich ein Schock für die Nation. Und Elisabeth und George haben es dem Bruder nie verziehen, dass er sie in diese Situation gebracht hat. Plötzlich Nummer eins. Aus Prinz Albert wird Georg VI. Im Mai 1937 tritt er ein schweres Erbe an. Er wird König aus Pflicht, trotz Handicap. So beliebt wie der Bruder ist er zunächst nicht. Vor allem öffentliche Auftritte und Reden machen immer wieder Kummer. Dafür gibt es bei ihm weniger Skandale und mehr Familie. September 1939. Zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen. Georg VI. Spricht in der BBC. Es ist seine wichtigste Rede. Und dank Sprachtherapeut stotterfrei. And then of course came the war. That's when he really entered the hearts of the British. Als der Krieg kam, hat er die Herzen der Menschen erobert. Er hielt plötzlich gute Reden und zeigte Mut. Er blieb in London, als die Bomben fielen. Er schickte auch seine Kinder nicht außer Landes, wie viele englische Aristokraten es taten. 8. Mai 1945. Der schüchterne Prinz von einst ist längst vergessen. König Georg VI. Steht nun für Disziplin und Pflichterfüllung. Doch der Krieg hat nicht nur das Land ausgezehrt, auch seinen König. Im Januar 1952 begleitet er seine Tochter zum Flughafen. Ein Abschied für immer. Georg VI. Stirbt Tage später an Krebs mit 56 Jahren. Es ist das Ende einer Ära und der Anfang einer neuen. Für Elisabeth war das ein fürchterlicher Verlust ihres Vaters. Die beiden hatten ein ganz, ganz enges Verhältnis. Sie war seine Lilibet, sein Ein und Alles. Und außerdem war es für sie natürlich ein ganz dramatischer Wechsel in ihrem Leben, weil sie auf einmal mit 26 Jahren Königin wurde.
Jetzt muss sie das Zepter übernehmen. Elisabeth II. Steht für Pflicht, Disziplin, Familie. Der moralische Anker der Monarchie. Das Erbe ihres Vaters. Unser nächster Royal verzichtete für die Liebe auf den Thron und fand ein tragisches Ende. Prinz Friso aus den Niederlanden. Das Ende eines kurzen Prinzenlebens. Beerdigung von Johann Friso von Oranien-Nassau im August 2013. Der Bruder des niederländischen Königs wurde nur 44 Jahre alt. Für Friso eine Art Heimkehr. Denn direkt neben dem Friedhof liegt Schloss Drakenstein. Hier wächst Friso auf als zweiter Sohn der späteren Königin Beatrix und ihres Mannes Klaus. Er hat zwei Brüder, Wilhelm Alexander, der Thronfolger, und Konstantin, der Jüngste. Die hatten eine wunderbare Kindheit. Sie lebten damals in Schloss Drakenstein. Und Schloss ist gar nicht so der richtige Ausdruck, weil es eigentlich doch ein sehr kleines, sehr familiäres, natürlich wunderschönes Zuhause ist. Die Eltern hatten Zeit für ihre Kinder. Beatrix hat damals also auch an ihren Skulpturen gearbeitet. Sie ist ja auch eine Künstlerin, hat ein kleines Atelier. Der Vater war zu Hause. Und sie haben also ein sehr inniges und intensives Familienleben geführt, bis dann 1980 Beatrix Königin wurde. Dann zog die Familie in die Stadt. Von nun an stehen sie als Königsfamilie im Rampenlicht. Vor allem Prinz Friso wird damit nicht glücklich. Nach seinem großen Bruder Wilhelm Alexander ist er jetzt die Nummer 2 in der Thronfolge. Mein Vater, der großen Einfluss auf mich hatte, hat versucht, mir eine normale Karriere zu ermöglichen. Und da passt ein Platz auf der Reservebank neben Alexander nicht rein. Den Rat seines Vaters, Prinz Klaus, befolgt Friso. Er studiert in Kalifornien, den Niederlanden und Frankreich. Und zwar völlig verschiedene Fachrichtungen. Er ist das Genie der Oranier. Ja, also er hat zwei Universitätsabschlüsse in Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik. Er hat danach noch ein MBA gemacht in Fontainebleau, was eine der absoluten Elite-Universitäten ist. Er hat eine ganz steile Karriere gemacht, war Vice President bei Goldman Sachs. Er hat seinen eigenen Weg gemacht und er hatte einfach auch das Zeug dazu. Und auch seine Mutter war wahnsinnig stolz auf ihn. 2002 stirbt Frisos Vater und Mentor, Prinz Klaus. Friso übernimmt zunehmend dessen Rolle an der Seite seiner Mutter, Königin Beatrix. Noch gibt es keine andere Frau in Frisos Leben. Prinz Friso war immer ein sehr schüchterner und in sich gekehrter Mensch, der Tüftler auch der Oranier. Und der sich jetzt nie so viel mit Mädchen umgeben hat und kein Partyprinz war und kein Weiberheld war. Frisos großer Bruder, der heutige König, heiratet. Ebenso sein kleiner Bruder. Friso nicht. Spekulationen kommen auf. Ob der Prinz wohl eher Männer liebt? In der Vergangenheit gab es schon Gerüchte in der Klatschpresse. Da werden einfach immer wieder Sachen übernommen, bei denen keiner überprüft, ob sie wahr sind. Friso tritt den Gegenbeweis an. Mabel Wisse-Smith heißt die Dame. 2003 ist offizielle Verlobung. Die Königin glücklich. Mabel ist eine liebe und begabte Schwiegertochter. Sie hat sich schon mit ihrer ganz natürlichen Art einen Platz in unserer Familie erobert. Aber Mabel hat ein Geheimnis.
Mabel hatte einen Makel in ihrer Vita und den versuchte sie zu verheimlichen. Das war eigentlich das größte Problem. Sie war als Studentin mit einem Kriminellen zusammen, der als Drogenbaron registriert war und als Chef eines Verbrechersyndikats, der also auch 1991 ermordet worden ist. Und Mabel war mit diesem Kerl zusammen. Und dass sie das versuchte zu verheimlichen, war eigentlich der Grund, warum letzten Endes das Parlament nicht zugestimmt hat zu dieser Ehe. Am 10. Oktober 2003 lehnt das niederländische Parlament die Braut ab. Der Grund für den Beschluss ist, dass die Informationen, die wir im Juni erhalten haben, über die Vergangenheit von Frau Wisse-Smith unvollständig und falsch waren. Der Prinz steht zu seiner Mabel. Am 24. April 2004 findet die Trauung statt. Der fehlende Segen des Parlaments hat Folgen. Mabel darf niemals Königin werden und Friso nicht mehr König. Das bedeutete für Friso, dass er auf seinen Anspruch in der Thronfolge verzichten musste. Und er wurde aus dem Königshaus ausgeschlossen. Er ist natürlich weiterhin Mitglied der königlichen Familie gewesen. Aber er war dann auch nicht mehr Prinz der Niederlande, sondern Prinz von Oranien-Nassau. Friso fällt der Verzicht nicht schwer. Und die vermeintliche Gangsterbraut ist bald akzeptiert im Volk und in der Familie. Friso, Mabel und ihre beiden Töchter sind mit von der Partie beim traditionellen Skiurlaub der niederländischen Royals. Jedes Jahr geht es nach Lech am Arlberg in Österreich. Immer hierher in den Gasthof Post. Von Wirtin Christel Moosbrugger. Ihr Sohn Florian ist seit Kindertagen ein Freund von Prinz Friso. Am 17. Februar 2012 herrscht Lawinengefahr Stufe 4. Dennoch gehen Friso und Florian auf die Piste. Kurz nach Mittag löst sich ein 30 Meter breites Schneebrett. Florian Moosbrugger kann sich selbst befreien. Er alarmiert die Bergrettung. Bis Friso aus den Schneemassen geborgen und wiederbelebt wird, vergehen 50 Minuten. Die Uniklinik Innsbruck diagnostiziert schwere Hirnschäden. 50 Minuten Reanimationszeit ist sehr, sehr lange. Man kann auch sagen, zu lange. Die niederländische Königsfamilie ist geschockt. Prinz Friso bleibt im Koma und wird in eine Spezialklinik nach London verlegt. Im November keimt Hoffnung auf. Auf seiner Internetseite verkündet das Königshaus, es gebe Anzeichen von sehr geringem Bewusstsein bei Prinz Friso. Mehr nicht. Von Kummer gezeichnet, dankt Königin Beatrix ein Jahr nach dem Unfall ab. Abdankungen haben in den Niederlanden schon seit Generationen Tradition. Aber vielleicht hat es doch den Zeitpunkt beeinflusst, denn durch ihren Rücktritt hatte sie einfach auch mehr Zeit, um sich um ihren Sohn zu kümmern. Der lag schon seit einem Jahr im Koma und so konnte sie also auch die letzten Lebensmonate bei ihm sein. Friso wacht aus dem Koma nicht mehr auf und stirbt am 12. August 2012. Der verunglückte Prinz kehrt heim. Auf den Friedhof bei Schloss Drakenstein. Dem Ort seiner unbeschwerten Jugend.